Guten Morgen aus Dänemark. Wir sind gerade aufgestanden. Es ist ganz früh noch, und zwar erst 7 Uhr, was ja ganz untypisch für uns ist. Wir sind eben aufgestanden. Ich habe noch was gefrühstückt. Daniel hat gestern Abend so viel gegessen, dass er heute Morgen nichts mehr frühstücken wollte, was für Daniel ganz, ganz komisch ist. Und ja, wir packen jetzt unsere Sachen, beziehungsweise räumen erstmal noch die Küche auf und packen dann unsere Sachen, sortieren schon so ein bisschen, was Daniel gehört, was mir gehört. Ja. Und dann liegt heute noch einmal eine Strecke von 400 Kilometern vor uns. Und zwar sind das dann die letzten 400 Kilometer von unserem Trip. Das ist nochmal ein bisschen mehr. Vor allem, weil wir noch durch Hamburg müssen. Aber hoffentlich haben wir da Glück. Ihr werdet es bestimmt sehen, ob wir stehen oder ob wir durchkommen. Ja, wir wollen ungefähr um 8 Uhr los. Heißt, wir haben jetzt noch eine Stunde, um hier aufzuräumen. Wenn sehr viel Zeit überbleibt, fangen wir vielleicht mal an mit dem Videoschnitt. Mal gucken. Sonst machen wir das. Ja, ich denke, wir melden uns wieder zurück und dann geht es jetzt ans Aufräumen. So, wir haben jetzt das Auto gepackt, sind bereit nach Hause zu fahren. Was fehlt noch? Ganz wichtig. Warum? Nee, es fehlt nämlich nichts mehr. Wir fahren jetzt los, erstmal Richtung Grenze nach Deutschland rein. Wir sehen uns. Wir sind angekommen. Wir sind bei Meckes in Achim. Sind wieder zu Hause. Noch nicht ganz, aber fast. Wir schneiden hier noch das Video von gestern, Tag 25. Und dann geht's ab nach Hause. Dann aber wirklich zu unserem Zuhause. Wir sehen uns später. Ja, Freunde, die sind da. Ich steige an dieser Stelle aus. Ich bin zu Hause. Ja, das war für mich der Roadtrip 2K18. Ich fahre dann alleine noch weiter. Ich mache den letzten Kilometer alleine. Ja, muss ich alleine machen. Yes. War auf jeden Fall krank, viele Erfahrungen gesammelt, vieles Neues gesehen, viele neue Landschaften gesehen, echt überragende Landschaften. Viele Bilder im Kopf, die ich mir behalten werde. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für mich ist an dieser Stelle Schluss und ich denke, Tjalt meldet sich dann später bei euch wieder. Nice. So, auch ich bin jetzt zu Hause angekommen, bin noch eben ein Stück durch Achim gefahren. Und ja, das ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Der Roadtrip ist jetzt zu Ende. Finn haben wir bei seinen Eltern schon abgegeben. Daniel habe ich zu Hause abgeliefert, jetzt bin ich auch zu Hause. Und ja, das war unser Roadtrip, auf den wir so lange hingefiebert haben, für den wir auch noch hart gearbeitet haben, damit wir ihn finanzieren konnten. Und ja, es war mir nicht so ganz klar, ob wir es machen können oder auch teilweise, ob wir dann noch bis zum Nordkap fahren können. Und ja, alles jetzt gemacht. Auf dem Tacho sind über 9000 Kilometer, über 9200 Kilometer, deutlich mehr als wir erwartet hatten. Und es hat trotzdem alles gepasst. Wir hatten keinen Unfall, wir hatten keine brenzlige Situation. Wir hatten kein Mal Hunger. Uns hat bis auf die Trolltunga das auch nicht kräftemäßig so belastet. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank für alle Rückmeldungen, für die ganzen, ja, Ermutigungen auch zwischendurch. Und dann war es das jetzt mit dem Roadtrip. Ciao.